liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Kongress des Internationalen Metallgewerkschaftsbundes in Göteborg ist kein normaler Kongress in normalen Zeiten. Wir sind mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit der großen Depression 1929. Diese Krise ist keine normale zyklische Krise, wie sie alle Jahre die kapitalistische Wirtschaft erfasst. Es ist eine tiefgreifende Strukturkrise des Finanzmarktkapitalismus, und die Auswirkungen dieser Krise sind verheerend, und das in fast allen Ländern dieser Welt, und jede und jeder von euch kann davon berichten. In diesen schweren Zeiten, liebe Kolleginnen und Kollegen, habt ihr mich zum Präsidenten des IMB gewählt, und ich danke euch für euer Vertrauen und bitte um eure Hilfe und Unterstützung. Unser gemeinsamer Weg in die Zukunft, der Weg des IMB, soll der Weg gelebter internationaler Solidarität sein. Und gerade jetzt, in diesen schwierigen Zeiten, muss sie sich beweisen, und dafür will ich mich persönlich einsetzen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Schaden, den entfesselte Finanzmärkte und neoliberaler Marktradikalismus auslösten, geht in die Billionen. Länder stehen am Rande des Staatsbankrottes, Millionen von Beschäftigten bangen um ihre Existenz und Millionen wurden in tiefe Armut gestoßen. Die Krise hat schwere Versäumnisse der Vergangenheit ans Tageslicht gebracht. Die internationale Staatengemeinschaft hat nicht vermocht, ja, ich sage, sie hat es nicht einmal versucht, der globalisierten Wirtschaft glaubwürdige Regeln zu geben. Zuallererst muss aus meiner Sicht die Politik beim Auslösen der Krise ansetzen, bei den Finanzmärkten. Regierungen mögen noch so viele Milliarden in die Finanzmärkte pumpen. Das Vertrauen in diese Märkte werden sie nur wiederherstellen, wenn global gültige Regeln ihnen Grenzen setzen. Und deshalb fordere ich, die Finanzmärkte müssen an die Kette genommen werden, sie müssen demokratisch reguliert und kontrolliert werden, sie müssen der realen wirtschaftlichen Entwicklung dienen, das Spielcasino muss geschlossen werden. Aber neue Systemregeln müssen weit über die Regeln für internationale Finanzmärkte hinausgehen. Die Krise muss Anstoß sein für längst fällige gesellschaftliche Veränderungen. Und sie muss der Anfang werden für mehr Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft und für eine gerechtere Wirtschaftsordnung in der Welt. Das sind große Herausforderungen. Der Ort, wo bisher Demokratie stattfindet, ist der demokratische Nationalstaat. Die Unfähigkeit der Nationalstaaten, unsere Welt gerecht und demokratisch zu organisieren, ist aber offensichtlich. Und es ist eine Schande, dass der Begriff der Globalisierung zum Synonym geworden ist für die Herrschaft von Gier, der Macht, des maßlosen Reichtums und der elenden Armut. Und die Neugestaltung der Global Governance, der weltweiten politischen Steuerung und Koordination ist deshalb überfällig. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, was für eine Global Governance wollen wir Gewerkschaften? Und vor allem, Global Governance durch wen überhaupt? Ich möchte eine demokratische Gesellschaft, in der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität für alle gilt und in der die Würde jedes einzelnen Menschen anerkannt wird. Unsere Idee der neuen Global Governance
hat drei Stoßrichtungen. Erstens eine Regulierung der Finanzmärkte. Zweitens einen international koordinierten Plan für nachhaltige wirtschaftliche Erholung und gute Arbeit. Und drittens eine Reform der globalen Institutionen. Auf dem Gebiet der Regulierung der Finanzmärkte sind die Regierungschefs der G20 im April in London erste Schritte gegangen. Sie haben sich vorgenommen, ich zitiere, kein Markt, kein Akteur, kein Produkt sollen ohne staatliche Aufsicht bleiben. Und ich fordere deshalb die Regierungen der G20-Staaten nun auf. Sorgen Sie dafür, dass die versprochenen Regelungen zügig durchgesetzt werden und schaffen Sie endlich eine internationale Finanzaufsicht. Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise brauchen wir global koordinierte Initiativen. Vor 75 Jahren hat der große Ökonom John Maynard Keynes geholfen, den Kapitalismus vor den Kapitalisten zu retten. Um der Depression von heute zu entrinnen, müssen wir den Kapitalismus wieder vor den Kapitalisten retten. Und die Erkenntnisse von Keynes können uns dann helfen, wenn wir sie global denken. Und dabei gilt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Band der sozialen Solidarität muss die nationalen Grenzen überschreiten. Die wohlhabenden Länder dürfen sich nicht auf Kosten der Menschen in der sich entwickelnden Welt helfen. Die heute bestehenden wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte sind keine tragfähige Basis für eine gerechte Zukunft. Und es gilt, als erstes muss den Schwächsten geholfen werden, den schwächsten Ländern und den schwächsten Menschen in jedem Land. Die Arbeitslosigkeit, davon muss man jedenfalls ausgehen. Die Arbeitslosigkeit wird in den nächsten Monaten überall steigen. Die meisten Arbeiter auf der Welt haben keinen Anspruch auf Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Die internationale Gemeinschaft hat die Verpflichtung zu helfen, ordentliche soziale Sicherungsnetze in den Ländern aufzubauen, wo es bis heute keine gibt. Viele Schwellen- und Entwicklungsländer haben nicht die Mittel, teure Konjunkturprogramme oder Hilfen für Arbeitslose zu finanzieren. Hier muss die internationale Gemeinschaft Verantwortung übernehmen, damit die Schwächeren die Krise überwinden können. Und es liegt in der Verantwortung von Weltbank und internationalen Währungsfonds, dass alle Länder die nötigen öffentlichen Aufgaben aufrechterhalten können. Wasser- und Stromversorgung, das Gesundheitswesen und der Wohnungsbau sind einige Beispiele dafür. Und in diese Bereiche zu investieren, das bedeutet, in die Zukunft der Menschen zu investieren. Die Erneuerung der internationalen Institutionen betrifft die Reform von Weltbank, von Internationalen Währungsfonds und Welthandelsorganisation ebenso wie die Gestaltung neu zu schaffender Institutionen der Finanzaufsicht. Wir Gewerkschaften kämpfen darum, dass überall in der Welt Menschenrechte und Arbeitnehmerrechte respektiert werden. Und deshalb verlangen wir einen Platz am Tisch bei allen internationalen Institutionen. Nur mit unserem Wort gibt es eine Stimme für Gerechtigkeit, und Gerechtigkeit ist der Schlüssel für ein gutes Leben für alle.